Jeder auch nur halbwegs erfahrene Taucher weiß, dass sich Tauchen und direkt danach ins Flugzeug steigen nicht wirklich verträgt. Und mit etwas Pech kann das auch richtig gefährlich werden. Es sollte unbedingt etwas Zeit vergehen, bevor man mit einem Flugzeug fliegt, wenn man gerade eben erst aus der Tiefsee gekraxelt ist. Aber es gibt eine Situation, bei der dann doch beide Welten noch zusammenkommen können. Dafür muss man dann das Flugzeug in die Welt des Tauchers bringen und das macht man. An verschiedensten Orten auf der ganzen Welt werden Flugzeuge als Attraktion für Taucher versenkt. Und darüber unterhalten wir uns jetzt mal ein bisschen und sprechen über die neueste geplante Attraktion, eine Boeing 747 am Meeresgrund für Taucher. Und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ja, Tauchen ist eine schöne Sache. Erfreut sich wohl überall auf der Welt immer weiter steigender Beliebtheit. Ist auch irgendwo nachvollziehbar, denn wenn man sich damit auskennt, wenn man da Lust drauf hat und wenn man mit dem richtigen Equipment und mit dem nötigen Wissen da unten rum hantiert, dann eröffnet sich einem ohne Zweifel eine sehr besondere, sehr aufregende und einzigartige Welt. Keine Frage, da muss man schon der Typ für sein. Also ich kann das schon verstehen, wenn einem das Schnorcheln reicht und man nicht unbedingt in 15 Metern Tiefe nach irgendwelchen Fischen suchen muss, sondern das reicht, wenn man sich das am Fernseher anguckt. Aber wenn man das für sich entdeckt hat, dann ist das sicherlich extrem interessant und man kann da wahnsinnig viel Zeit da unten verbringen und immer wieder neue Sachen sehen. Aber in Zeiten, in denen sich die natürlich entstandenen Unterwasserschönheiten in auch für Anfänger erreichbaren Tiefen eher abbauen, als massig neu zu wachsen, da müssen sich die Tourismusbehörden der verschiedensten Länder schon ordentlich was einfallen lassen, um immer wieder genug Taucher Jahr für Jahr ins eigene Land zu locken. Und was ich gar nicht wusste, dafür gibt es mittlerweile riesige Unterwasserparks, in denen von Menschen erschaffene, für den Betrieb oberhalb der Wasseroberfläche gebaute Gerätschaften versenkt werden, um sich diese dann unter Wasser angucken zu können. Und ganz wichtiger Punkt, um damit auch ein neues Zuhause für Korallen, Fische und andere Lebewesen zu schaffen. An der Stelle dann mal ein kleiner, aber hoffentlich interessanter Ausflug. Wir kommen dann auch wenig später zu den Flugzeugen, ist versprochen. Angefangen hat diese ganze Thematik selbstverständlich mit irgendwelchen Schiffswracks, die aus welchen Gründen auch immer irgendwo auf der Welt irgendwann mal untergegangen sind. Am besten auch noch vor mehreren hundert Jahren, die klassischen Schatzsuche halt. So nach dem Motto, da unten findet man bestimmt einiges an interessanten und wertvollen Dingen. Das ist selten so ertragreich, wie man sich das vielleicht am Anfang irgendwann mal gewünscht hat, aber es ist natürlich auch einfach wahnsinnig interessant. Durch ein größtenteils intaktes, von Korallen überzogenes, aber eben größtenteils intaktes Schiffswrack zu schwimmen und sich das Ganze mal anzugucken. Gleichzeitig werden diese seit Jahren unter der Wasseroberfläche liegenden Schiffswracks besiedelt von ohne Ende Fischen und Korallen. Das heißt, daraus wird ein richtiges Riff. Und dann ist die Idee doch ganz einfach, jetzt aus diesem Schiffswrack eine touristische Attraktion zu machen, weil sich das Leute einfach gerne angucken, weil sie es interessant finden, weil es aufregend ist und gleichzeitig noch einen angenehmen Lebensraum für ohne Ende Fische und Korallen zu schaffen. Das klingt auch nach einer wahnsinnig guten Win-Win-Situation. Aber ganz klar, meist größter Nachteil dieser nicht absichtlich entstandenen Schiffswracks, sie liegen meist wahnsinnig weit weg von der Küste und dann auch noch in Tiefen, die für den normalen Sport- und Freizeittaucher nicht ohne weiteres zu erreichen sind. Also bringt man diese künstlichen Riffe jetzt in Küstennähe, beziehungsweise lässt sie erstmal überhaupt in Küstennähe entstehen und dann am besten auch noch in Wassertiefen von etwa 10 bis 15 Metern. Das ist dann für die meisten überhaupt kein Problem. Das klingt sogar so toll, dass man am liebsten überall künstliche Riffe anlegen möchte, aber ganz so einfach ist das natürlich auch nicht. Man kann da auch nicht alles ins Wasser schmeißen. In den 1970er Jahren versuchte man vor der Küste von Fort Lauderdale ein künstliches Riff entstehen zu lassen und warf dafür Reifen ins Wasser. Alte Autoreifen. Und jetzt liegen da halt knapp 2 Millionen alte Autoreifen im Wasser. Das findet kein Fisch interessant und es findet selbstverständlich auch kein Taucher interessant. Und auch keine Pflanze kann damit etwas anfangen. Heißt, das war keine so wahnsinnig gute Aktion. Aber alte ausgediente Schiffe in diesen Bereichen zu versenken, das kann wiederum gut funktionieren. Heißt, man macht die Schiffe gut sauber, lässt alle Betriebsflüssigkeiten, alle umweltschädlichen Flüssigkeiten aus dem Schiff raus und versenkt das dann an dem Ort, den man sich vorher ausgesucht hat, lässt das Ding mit Wasser volllaufen und stellt das so an den Meeresgrund, wie man sich das vorher gut überlegt hat. Auch das hat man selbstverständlich wieder ein paar Mal verbockt. Das heißt, beim Untergehen hat sich das Schiff gedreht und hat dann alle für die Taucher interessanten Teile einfach zerstört.
Aber nichtsdestotrotz, gut geplant, konnte man so weltweit schon Dutzende Schiffe, ausgediente Schiffe versenken und damit künstliche Riffe und interessante Attraktionen für Taucher schaffen. Man hat dann aber sehr schnell erkannt, dass so ein künstliches Riff auf gar keinen Fall ein natürlich entstandenes Riff ersetzen kann. Von der Artenvielfalt her, von den Pflanzen und Tieren, die da leben, das funktioniert einfach nicht so einfach, wie man sich das irgendwann vielleicht mal gedacht hat. Aber die grobe Idee dahinter, die funktioniert. Und so konnte man Attraktionen für tausende Taucher seit Jahren schaffen. Für viele Menschen scheint das wahnsinnig interessant zu sein, da unter Wasser in etwas geheimnisvoller Dunkelheit durch die Schiffsaufbauten zu schwimmen und das Schiffswrack dann unter Wasser zu entdecken. Ich stelle mir das ein bisschen gruselig vor, aber es gibt genug Leute, die das wahnsinnig interessant finden. Und das, was mit Schiffen funktioniert, das funktioniert selbstverständlich auch mit Autos, Lastwagen, Panzern oder eben Flugzeugen. Auch hier ganz klar, ein Großteil der Wracks, die da am Meeresboden liegen, gerade aus Zeiten des Zweiten Weltkrieges, die hat man da unten nicht mit dem Hintergedanken hingelegt, ein möglichst schönes künstliches Riff zu erschaffen, sondern die Dinger wurden abgeschossen, hatten technische Probleme, mussten notwassern oder was auch immer. Und dabei sind die Flugzeuge dummerweise natürlich nicht immer an irgendeinem All-Inclusive-Hotelstrand in angenehmen 10 Metern Tiefe ins Wasser gefallen und dann völlig intakt am Meeresboden liegen geblieben, sondern die Dinger sind entweder komplett zerstört oder aber sie liegen in schwer zugänglichen Bereichen und damit sind sie für die Sport- und Hobby-Freizeittaucher natürlich auch schon wieder alle raus. Ist aber auch nicht mit allen Flugzeugen so. So befindet sich zum Beispiel direkt vor der Hauptinsel des Inselstaates Palau im Pazifischen Ozean in gerade mal 14 Metern Tiefe und damit halt eben auch für Sport- und Freizeittaucher gut erreichbar ein gut erhaltenes Wrack eines japanischen Kampfflugzeuges. Genauso gibt es das auch vor Aruba oder vor Malta oder vor Papua-Neuguinea. Also es gibt überall auf der Welt hier und da mal so ein paar Spots, wo diese Flugzeuge liegen, gut erhalten. Und das Schöne daran, diese Flugzeuge haben natürlich auch eine wahnsinnig interessante und lange Geschichte zu erzählen. Und diese Geschichte sieht man den Flugzeugwracks auch an. Interessiert man sich für sowas, dann ist das selbstverständlich ein wahnsinnig großer Pluspunkt für solche Flugzeugwracks. Und dann nimmt der ein oder andere Taucher vielleicht auch gerne mal so eine lange Reise auf sich, um sich dort so ein Flugzeug anzugucken. Das ist dann eine coole Attraktion. Für die meisten hier sind aber wahrscheinlich die großen Passagierflugzeuge interessant. Diese werden dann aber absichtlich versenkt. Also man darf nicht davon ausgehen, und das soll auch bitte so bleiben, dass ein irgendwo im Meer abgestürztes Passagierflugzeug dort liegen bleibt und dann zu einer Touri-Attraktion umfunktioniert wird. Das wäre doch schon sehr makaber. Aber trotzdem, Verkehrsflugzeuge zu versenken scheint langsam aber sicher ganz gut in Mode zu kommen. Der Satz war ein bisschen komisch. Den Anfang machte im Jahr 1993 eine im Jahr 1965 an Northwest Airlines ausgelieferte Boeing 727. Die hat man in dem Jahr nämlich vor der Küste Miamis versenkt. Und seitdem ist das Flugzeug eine Attraktion für Taucher. Und weil das Ding da auch schon so lange liegt, sieht es ja natürlich auch dementsprechend aus. Heißt, da sind die ganzen Korallen dran, da leben die Fische. Und das ist schon doch ein sehr interessantes Bild, was man sich da anschauen kann. In British Columbia in Kanada versenkte man dann wenige Jahre später eine Boeing 737, auch hier ein ausgedientes Passagierflugzeug, was auch wahnsinnig speziell aussieht. In Mermaid Springs in den USA gibt es außerdem einen See, wo man neben vielen versenkten Skulpturen und versenkten Autos, Krankenwagen und so weiter auch eine Boeing 727 finden kann. In diesem speziellen Bereich des Flugzeugwracktauchens am meisten zu bieten hat aber wahrscheinlich die Türkei, denn dort versenkte man beispielsweise im Jahr 2009 eine DC-3. Da ist noch alles dran, was geht, und das ist natürlich dann interessant anzuschauen, aber im Jahr 2016 schoss man dann den Vogel richtig ab, denn in der Türkei versenkte man in unmittelbarer Nähe dieses DC-3-Wracks einen Airbus A300. Und der ist mit über 50 Metern Länge und über 40 Metern Spannweite auch tatsächlich das größte völlig intakte Flugzeug, was man sich unter Wasser angucken kann. Diese Maschine beheimatet zwar noch nicht so viele Fische und Pflanzen, weil sie eben erst seit Sommer 2016 da unten liegt, aber sich einen völlig intakten Airbus dann in einer leicht zugänglichen Tiefe oder in einer recht überschaubar schwer zugänglichen Tiefe von knapp 20 Metern anzugucken, das ist doch schon wirklich was Besonderes. Dieser Flieger wird den Titel als größtes Flugzeugwrack zum Unterwasser angucken aber schon bald wieder verlieren, denn die Tourismusbehörde von Bahrain hat angekündigt, noch in diesem Sommer, im Sommer 2019, einen 100.000 Quadratmeter Unterwasserpark zu eröffnen und dort dann als Hauptattraktion eine ausgediente Boeing 747 auszustellen. Also die wollen eine Boeing 747 versenken, was allein aufgrund der Tatsache, dass das Flugzeug leer knapp 170, 180 Tonnen wiegt, schon sehr interessant werden dürfte. Laut Aussage der zuständigen Tourismusbehörde wird das Flugzeug zum aktuellen Zeitpunkt schon von allen umweltschädlichen Substanzen bereinigt und dann wird man die Maschine irgendwann im Frühling des Jahres 2019 dort unten in angenehmer Tiefe platzieren.
Man zeigt sich da auch nach außen hin sehr zuversichtlich und scheint den Zeitplan auch wirklich einhalten zu können. Leider konnte ich aber nicht herausfinden, um welche Boeing 747 es sich da genau handeln soll. Das hat niemand gesagt, beziehungsweise kann man das auch nirgendwo nachvollziehen, welches Flugzeug da zum aktuellen Zeitpunkt für solche Zwecke bearbeitet wird. Also das werden wir wohl erst dann erfahren, wenn das Flugzeug wirklich dann im Frühling 2019 dort vor dem Königreich versenkt werden soll. Wenn man dann aber doch nicht so lange warten kann und sich als Taucher jetzt endlich mal ein großes Verkehrsflugzeug unter Wasser angucken möchte, dann sollte man auf jeden Fall mal in der Türkei vorbeischauen. Die scheinen das da mit dem A300 schon ganz gut zu machen. Die Bewertungen, die man im Internet dazu finden kann, sind durchweg positiv. Zum Ende des Videos müssen wir jetzt aber noch mal eine Frage beantworten, und zwar die vom Anfang. Und zwar, wieso darf man denn jetzt eigentlich nicht, nachdem man gerade tauchen war, direkt ins Flugzeug steigen und damit fliegen? Oder das gilt zum Beispiel auch für Leute, die gerne Gleitschirm fliegen oder sowas machen und damit auch echt hoch steigen und vorher gerne tauchen gehen. Ja, komische Kombination, aber da gibt es bestimmt irgendjemanden, der das gerne macht. Grund dafür, dass man das nicht machen sollte, zumindest nicht direkt hintereinander, ist die sogenannte Dekompressionskrankheit. Das kann im Detail recht kompliziert werden, aber das Prinzip dahinter ist eigentlich leicht verständlich. Und zwar dieser Druckunterschied. Den schnell zu überwinden, das kann gefährlich werden. Den Druckunterschied, der auf der einen Seite dadurch entsteht, dass man gerade in 10, 20, 30 Metern Tiefe tauchen war, damit sich in einem vergleichsweise hohen Umgebungsdruck bewegt hat, und auf der anderen Seite dem vergleichsweise niedrigen Umgebungsdruck, den man in einem Flugzeug beim Fliegen hat oder dadurch hat, dass man auf einen Berg steigt oder Gleitschirmfliegen macht oder sowas. Hat der Körper an der Stelle jetzt nicht genug Zeit, mit diesen massiven Druckunterschieden umzugehen, dann kann das zu wirklich großen Problemen führen. Übrigens ganz klar, ein normales Passagierflugzeug hat dabei natürlich eine Druckkabine. Heißt, wenn ihr in dem Flugzeug drin sitzt, der Flieger steigt auf seine Reiseflughöhe, dann wird diese Kabine mit Druck beaufschlagt, damit ihr normal weiter atmen könnt. Aber dieser Druck, in dem ihr euch dann befindet, das ist nicht der Druck, den ihr auch bei normal Null erwarten könnt am Boden, sondern das ist ein Druck, den ihr vielleicht erwarten könnt, wenn ihr auf einen 1500, 2000 Meter hohen Berg steigt. Heißt, ihr habt einen geringeren Umgebungsdruck, als ihr ihn gerade eben noch am Boden hattet, auf 0 Metern Höhe. Das, was dabei bei diesen massiven Druckunterschieden in eurem Körper so oder so ähnlich passieren kann, das kann man sich anschaulich machen mit einer Wasserflasche, in der sich Wasser mit Kohlensäure befindet. Da ist normalerweise immer ordentlich Druck drauf. Da sprudelt dann nichts mehr, sondern das Wasser ist vollkommen entspannt. Jetzt macht ihr die Flasche auf, das heißt, der Druck kann entweichen, und auf einmal fängt das alles an zu sprudeln. Es kommt zur Bläschenbildung, und so kann das dann auch in eurem Körper passieren. Das zeigt sich am Anfang vielleicht mit Hautrötungen oder ihr habt leichte Schmerzen an den Gelenken oder sowas, kann euch dann aber auch richtig böse aus der Bahn schmeißen. Kommt dann natürlich auch darauf an, wie viel Zeit zwischen eurem Tauchgang, erstmal wie lange ihr da unten wart, wo ihr euch befunden habt und so weiter, dann wie viel Zeit vergangen ist zwischen diesem Tauchgang und dem Flugzeugfliegen, wie hoch ihr fliegt und so weiter. Da kommen ganz viele Faktoren hinzu, hauptsächlich natürlich auch eure körperliche Verfassung, in der ihr euch befindet. Aber das kann euch dann richtig böse aus der Bahn schmeißen und dann bis zum Herzinfarkt führen. Das ist mittlerweile allerdings alles bekannt. Da gibt es dann einfach Zeiten, die ihr einhalten müsst nach eurem Tauchgang. Wenn ihr den und den Tauchgang gemacht habt, dann gibt es die und die Zeit, die ihr einhalten müsst, bevor ihr wieder ins Flugzeug steigen dürft. Meistens sind das so knapp 24 Stunden, wo man sagt, da kann man nicht Flugzeug fliegen in der Zeit oder sollte man nicht tun, und dann muss man sich auch keine Sorgen machen. Aber wie gesagt, das kann durchaus zu Problemen führen. Wenn man gerne auf die Kanaren fliegt, eine Woche Urlaub macht, sein Tauchequipment dabei hat und dann einfach so quasi der Flug geht am Nachmittag und am Morgens nochmal richtig schön tauchen geht, dann kann das echt richtig böse sein. Also darauf achten und dann viel Spaß beim Tauchen zwischen den versenkten Flugzeugen auf der ganzen Welt. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Heute am Sonntag mal ein etwas entspannteres, überschaubares und nicht ganz so aufregendes Thema, aber ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Freue mich sehr auf eure Kommentare zu dem Thema, wo ihr denn schon mal tauchen wart und was ihr da alles so am Meeresboden gefunden habt an Flugzeugen. Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Ich wünsche euch allen noch einen super entspannten Sonntag. Lasst es euch gut gehen und tschüss. We'll be right back.